Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem kleinen Gran Turismo 7 Video. Der Manufacturers Cup geht nächste Woche schon los. Darum hier meine Saisonvorschau. Ja, wie ihr gesehen habt, meine Entscheidung ist gefallen. Ich gehe mit McLaren an den Start. Ich wäre sehr, sehr gerne wieder mit Ford gefahren, das dürft ihr mir glauben. Aber, jetzt kommt das Aber, der Gruppe 4 Mustang. Ich glaube, dass ich da einfach bei diesen wunderschönen Strecken, die es hier zur Auswahl gibt, dass ich da einfach ein bisschen das Nachsehen haben werde, insbesondere Interlagos. Suzuka wäre vielleicht noch gegangen, Fuji, ja, nee, drum habe ich gesagt, ich will lieber auf Nummer sicher gehen, habe heute noch ein bisschen getestet und mit McLaren an den Start gehen und ja, freue mich auf diesen tollen Rennkalender. Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, wir haben hier wirklich Hochkaräter von Strecken mit am Start, Nürburgring, Interlagos, Suzuka, Deep Forest, Daytona, Fuji. Ich glaube, es würde nur noch Spa fehlen und dann wäre dieser Kalender eigentlich perfekt. Ja, genau. Geht nächste Woche Mittwoch los mit Runde 1, direkt auf dem Nürburgring. Ich fahre in der GT2-Klasse, vorab gesagt, alles, was ich euch hier zeige und vorstelle, betrifft die GT2, wahrscheinlich auch die GT3-Klasse. Aber in der GT1 ist einiges anders, darum lasst euch hier nicht beirren. Und genial, Nürburgring gleich als erstes Rennen hier im 24-Stunden-Layout, da bin ich sehr gespannt. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam noch ein bisschen die Details an für die einzelnen Strecken-Rennen. Los geht's! Ja, Runde Nummer 1 auf dem Nürburgring im 24-Stunden-Layout. Besser geht's eigentlich nicht für einen Saisonstart. Wir fahren hier insgesamt 3 Runden, das finde ich auch mehr wie in Ordnung und angenehm eigentlich. Wir haben zweifachen Treibstoffverbrauch, dreifachen Reifenverschleiß. Wir haben nur die mittlere Reifenmischung zur Verfügung. Die Regenreifen noch. Wer weiß, ob wir die hier nicht vielleicht brauchen in der Eifel, mal sehen. Und noch ganz wichtig, wir haben hier einen Pflichtboxenstopp. Also wenn hier Leute versuchen, ohne Stopp durchzufahren, wird es gnadenlos bestraft. Von dem her, ja, Reglement beachten. Und am Ende können wir uns hier auf ein tolles Rennen freuen. Ja, Runde 2, erstes Gruppe 4 Rennen in Brasilien, Interlagos. Über insgesamt 10 Runden das Ganze. Ja, jetzt eigentlich keine wirkliche lange Distanz, aber auch in Ordnung. Einfacher Treibstoffverbrauch, einfacher Reifenverschleiß und wer hätte es gedacht, nur die harte Reifenmischung zur Verfügung. Das wird übrigens bei allen Gruppe 4 Rennen so sein. Ist leider so. Zeichnet sich auch so ein bisschen ein Trend ab, finde ich. Und hier haben wir auf jeden Fall keinen Pflichtboxenstopp. Mit anderen Worten, das wird wahrscheinlich ein 10-Runden-Rennen ohne Stopp. Und ja, mein Interlagos spricht für sich. Wird bestimmt ein cooles Rennen. Ja, Runde Nummer 3 in der Schweiz. Deep Forest Raceway, zweites Gruppe 3 Rennen hier über insgesamt 20 Runden. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. 20 Runden finde ich ja eigentlich ziemlich ordentlich, kann eine Menge passieren auf jeden Fall. Das Ganze bei zweifachem Treibstoffverbrauch, fünffachem Reifenverschleiß. Hier haben wir auch eine Besonderheit bei diesem Rennen. Wir haben die weiche und mittlere Reifenmischung zur Verfügung und wir müssen beide mindestens einmal gefahren haben, was uns also quasi einmal mindestens auch zur Box zwingt, wenn man so will. Das wird strategisch sicherlich eine interessante Nummer und da bin ich ganz gespannt. Ja, wie sich die Reifen verhalten und vor allem auf was für Strategien die Fahrer unterwegs sein werden. Ja, meine lieben Zuschauer, Runde Nummer 4 in Suzuka in Japan mit der Gruppe 4. Spannende Strecke, ich freue mich richtig drauf. Könnte hier vielleicht sogar regnen. Wir fahren 15 Runden hier insgesamt. Ist auch eine ordentliche Distanz, finde ich. Einfacher Treibstoffverbrauch, zweifacher Reifenverschleiß und ja, wie schon gesagt, auch hier wieder nur die harte Reifenmischung zur Verfügung. Natürlich noch die Regenreifen, klar, für den Fall, dass es zum Regnen kommt und auch hier haben wir keinen Pflichtboxenstopp, von dem her, ja, mal sehen, 15 Runden, einfachen Verschleiß könnte funktionieren, ohne an die Box zu kommen, aber wir werden einfach mal sehen und vielleicht überrascht uns sogar noch der Regen hier, wer weiß. Runde Nummer 5 hier in den USA, Daytona Straßenkurs. Ja, auch eine spannende Rennstrecke, wie ich mittlerweile finde. Sind wir hier mit Gruppe 3 unterwegs. Über insgesamt 15 Runden. Das Ganze bei dreifachem Treibstoffverbrauch und vierfachem Reifenverschleiß. Wir haben auch hier einmal mehr nur die mittlere Reifenmischung zur Verfügung und die Regenreifen. Aber ich denke nicht, dass wir die
brauchen werden. Allerdings haben wir hier bei diesen 15 Runden einen Pflichtboxenstopp. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einmal zur Box kommen. Ja, ich denke, da wird es auch Sinn machen, Reifen zu wechseln. Man wird sehen. Nachtanken wahrscheinlich auch bei dreifachem Verbrauch. Aber wir gucken einfach mal. Wird auf jeden Fall einmal mehr ein spannendes Gruppe 3 Rennen. Da bin ich mir sicher. Ja, Saisonfinale, Runde Nummer 6, einmal mehr in Japan unterwegs hier im Manufacturers Cup. Dieses Mal Fuji International Speedway mit den Gruppe 4 Fahrzeugen. Ja, für ein Finale finde ich das Rennen fast schon ein bisschen schwach, wenn man es mit dem Finale im Nations Cup jetzt verglichen hat, was ja in Spa war. Wir fahren hier nur 10 Runden und wir haben hier auch wieder nur einfachen Treibstoffverbrauch, einfachen Reifenverschleiß. Auch wieder nur die harte Reifenmischung zur Verfügung und die Regenreifen. Und wir wissen ja, in Fuji könnte es auch regnen. Von dem her mal abwarten. Vielleicht kriegen wir ja doch noch ein bisschen Spannung rein, indem es vielleicht zum Regnen kommt. Wir gucken mal. Ansonsten vom Reglement her finde ich es für ein Saisonfinale schwach. Ist aber nur, wie immer, meine eigene und persönliche Meinung. Wie schon erwähnt, meine lieben Zuschauer, ein toller Rennkalender, finde ich. Also hier kann man doch mal einen Daumen nach oben da lassen für die Veranstalter, denn endlich mal wieder 6 Runden und nicht immer nur 4, finde ich toll. Die Strecken sind klasse und ich freue mich auf jeden Fall auf den Saisonstart. Am Mittwoch geht es schon los. Ich bin gespannt, was für Marken ihr gewählt habt. Schreibt es doch gerne in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Und dann sehen wir uns ja vielleicht sogar in der einen oder anderen Lobby gemeinsam beim Rennen und ja, hoffen, dass wir hier gut abschneiden werden und vor allem hoffe ich auf faire Rennen. Ja, jetzt im Nations Cup muss ich sagen, ging es einigermaßen. Ich hatte da ein, zwei Begegnungen, aber da bin ich auch nicht jedes Rennen gefahren. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich auch so ein bisschen dazugelernt, einfach mal früher vom Gas zu gehen, um einfach gewissen Duellen vielleicht aus dem Weg zu gehen, um einfach, ja, später vielleicht dann vorbeizukommen. Im Nations Cup hat es geklappt, in Spa. Von dem her, ja, schauen wir einfach mal, was im Manufacturers Cup passiert. Wir haben ja auch wieder pro Rennen 10 Timeslots, das heißt 5 irgendwie, ja, so ab morgens bis zum frühen Mittag und dann am Abend nochmal 5. Ist also ganz cool, sodass man hier auf jeden Fall teilnehmen kann. Ich freue mich auf Mittwoch. Es wird auf jeden Fall Rennvideos geben, Leute. Zumindest wenn ich die Rennen fahren kann und fahren werde, wird es ein Video geben. Schaut gerne auf meinen Kanal, lasst am besten ein Abo da, dann bleibt ihr up to date. Gefällt mir, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat und schreibt doch gerne in die Kommentare, mit was für einem Hersteller ihr an den Start geht und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream auf meinem Kanal wieder, Leute. Bis dahin, keep racing, bye bye.